Wir gehen heute zu Erewhon, dem bekanntlich teuersten Supermarkt in den USA. Ich habe schon sehr, sehr viele Klischees und Verschwörungstheorien über Erewhon gehört, von daher schauen wir mal. Der Supermarkt ist vor allem durch seine hauseigenen, gesunden Produkte bekannt. Hier gab es sogar eine Theke, wo es alle möglichen frischen Produkte gab. Und jetzt pass auf, ich habe sogar Brot entdeckt, was den deutschen Standards entspricht. Allerdings, well. In der Gemüseabteilung musste ich lachen und weinen zugleich. Lasst uns als allererstes über die Preise reden. Well. Erdbeeren für $20, nice. Als Deutsche bin ich vor allem beeindruckt von der Ordnung. Ich meine, habt ihr schon mal so einen krass aufgeräumten Supermarkt gesehen? Das ist echt verrückt. Typisch für die USA gab es natürlich Milch in Übergröße für $20, was sonst? Als nächstes gehen wir zur Kasse und ich muss sagen, ich habe echt Angst. Ich habe nur 3 Produkte gekauft und so viel hat mein Einkauf gekostet. $34 für Kaffee, Brot und einen Ingwer-Shot.